Der Erfolg der AfD bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg hat auf Bundesebene erhebliche Besorgnis ausgelöst. SPD-Co-Chefin Saskia Esken sprach von einem Dammbruch. Die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang von einem Alarmsignal. Beide räumten eine Mitverantwortung der Ampel-Bundesregierung ein. Es mag nur in Anführungsstrichen eine Landratswahl sein, aber es ist eben auch kein unabhängiger Kandidat, der zufällig auf die Liste einer Partei geraten ist, sondern es ist ein bekennendes Mitglied der Höcke AfD und damit auch eine ganz klare Aussage, in welche Richtung es gehen könnte. Dieses Wahlergebnis muss Demokratinnen und Demokraten große Sorgen bereiten. Es zeigt uns, dass wir unsere Politik und Kommunikation weiterhin an den Menschen, an ihren unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensentwürfen ausrichten, ihnen zuhören, ihre Sorgen und Nöte, ihre Probleme, die sie beschäftigen, auch ernst nehmen müssen. Erstens, wir müssen als Ampel besser darin werden, Sicherheit zu bieten, auf Lösungen zu fokussieren, die nah an der Lebensrealität der Menschen sind und dabei auch gemeinsam geschlossene auftreten. Zweitens sehen wir, wenn ein rechter Kulturkampf entbrennt und dieser auch noch von demokratischen Kräften gefüttert wird, dann profitieren davon nicht die bürgerlichen Parteien, sondern am Ende das Original. Eine Partei, die in großen Teilen rechtsextrem ist, kann für mich keine demokratische Partei sein. Auch wenn sie in Wahlen, demokratischen Wahlen gewählt werden kann. Hier muss man ganz klar den Unterschied machen zwischen dem Wahlvorgang und auch den Wählerinnen und Wählern und der Einordnung der Partei, die ja auch durch den Verfassungsschutz so erfolgt ist. Beatrix von Storch, Vizevorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, wertete das bundesweit erste Landratsamt für ihre Partei als großen Erfolg und Ende der Dämonisierung. Der Versuch, das kleinzureden, ist geschenkt. Wir wissen, dass wir in Sonneberg anfangen. Wir wissen, dass wir in Thüringen weitermachen. Und wir wissen, dass wir am Ende auch im Bund Erfolg haben werden. Denn das Signal ist überdeutlich. Die Menschen sind die Politik der Ampel im Bund leid. Sie wollen eine neue Politik. Sie wollen nicht ein neues Personal nur, sondern sie wollen neue Politik. Und für neue Politik steht die Opposition. Und die Opposition heißt AfD. Axel Müller, CDU-Mitglied des Kreistags Sonneberg, zeigte sich am Montag enttäuscht von dem Ergebnis. Gleichzeitig mahnte er zu Gelassenheit. Und wir haben auch alles dafür getan, dass der demokratische Kandidat Köpper gewinnt. Nicht nur parteipolitisch, sondern eben auch inhaltlich. Weil bisher kam von der AfD, von dem Kandidat Sesselmann, nichts Inhaltliches. Und jetzt muss man schauen, ob das so weitergeht, ob nichts Inhaltliches nachfolgt oder ob doch irgendwas Inhaltliches kommt in der täglichen Arbeit. Sonneberg sieht Müller gut aufgestellt. Arbeitslosigkeit und Ausländeranteil seien im Vergleich zu anderen Städten gering. Die AfD habe auf ihren Wahlplakaten immer wieder allgemeine Themen angeführt, sagt der CDU-Politiker. Auch er drängt nun darauf, sich mehr mit den Themen zu befassen, die die Menschen vor Ort wirklich beschäftigten.